Ich bin heute in Brenz an der Donau und begrüße meine Gesprächspartner, Herrn Bürgermeister Dr. Reinhard Resch und Stadtmarketing-Geschäftsführer Magister Horst Berger zum Thema Tourismus. Herr Bürgermeister, Sie haben das Stadtmarketing in Krems eingeführt. Was war das Ziel und wie sind Sie zufrieden? Das Stadtmarketing haben wir im 2019er Jahr beschlossen. Gemeinsame Partner sind die Fachhochschule Krems, Kremser Wirtschaftsbeirat, die Kaufmannschaft und auch die Kunstmeile und die Wirtschaftskammer sind im Boot. Sie sind im Aufsichtsrat vertreten. Es hat mehrere Ansätze. Der eine ist der Tourismus, aber genauso wichtig sind die Belebung von unseren Altstädten, Krems und Stein, die Betriebsansiedlung und auch das digitale Marketing. Und wir können sehr zufrieden sein. Es sind in allen wichtigen Kennzahlen die Zahlen in die richtige Richtung gehen und vor allen Dingen die Frequenzen haben massiv zugenommen, die Betriebsansiedlungen florieren. Und ich muss sagen, unser Geschäftsführer macht da eine großartige Arbeit. Das freut mich sehr, lieber Herr Horst Berger. Das Stadtmarketing hat im Bereich Tourismus Ziele für 2022 festgelegt. Was war deine erfolgreichste Umsetzung nach der Pandemie? Ja, also du sagst es, die Pandemie war natürlich für den Tourismus weltweit, auch in Krems natürlich ein Riesenproblem. Die Übernachtungen sind eingebrochen durch intensive Maßnahmen, nämlich gleich nach den ersten Lockdowns haben wir begonnen, intensive Radiowerbung zu machen, österreichweit. Wir haben Zeitungswerbungen gemacht. Wir sind irrsinnig stark in die Tourismuswerbung hineingegangen, haben uns mit dem Donautourismus stärker verknüpft. Somit haben wir relativ rasch den Tourismus wieder ankurbeln können. Aber selbstverständlich waren wir nicht an den Zahlen vom Spitzenjahr 2019. Heuer im Juni sind wir schon sehr knapp dran. Wir sind noch 11% unter 2019, aber der Trend zeigt eindeutig nach oben. Es geht bergauf. Und aber das erfolgreichste Projekt, hast du da ein Highlight, was besonders erfolgreich prinzipiell war? Haben wir, es ist eine Verknüpfung von sehr vielen verschiedenen Projekten. Ja, der Tourist kommt ja wegen der Summe der Details nach Krems. Ja, das heißt, es ist starke Regionalität, starke Kunst, Bootfahren und so weiter. Und die Verknüpfung dieser ganzen Highlights, die hat es bis dahin noch nicht so gegeben. Ja, also das Ziel war eher, unsere wirklich tollen Highlights, die wir in Krems haben, stärker zu verknüpfen und das nach außen zu transportieren. Und das macht sich jetzt Gott sei Dank bemerkbar. Es zahlt sich aus, hier zu investieren. Das Klima ist auch ein großes Thema und hat auch viele Krisen mit sich gebracht. Herr Bürgermeister, gibt es beim Tourismus punkto Nachhaltigkeit Schwerpunkte seitens der Politik? Ja, die gibt es. Es ist natürlich so, gerade in Hitzezeiten, dass wir eine Aufenthaltsqualität bieten müssen, die verbessern müssen. Sei es jetzt dadurch Grüninseln, sei es durch Bäume pflanzen, sei es durch Trinkbrunnen. Aber insgesamt macht das nur einen Sinn, wenn man das wirklich in ein Gesamtprojekt einbindet. Und wir sind gerade dabei, mit der Donau-Universität eine entsprechende Gesamtstrategie auszuarbeiten. Lieber Herr Horst Berger, wie kann man die Tourismusstrategie lenken, damit die Qualität vor der Quantität bestehen bleibt? Ja, im Prinzip unsere Kernthemen noch stärker herausarbeiten. Das steht für Qualität, unser Wein, Donau, Kunst, die wunderschöne UNESCO-geschützte Altstadt mit regionalen Geschäften, die Aufenthaltsqualität steigen. Der Bürgermeister hat schon gesagt, ein Riesenthema. Diese vielen Faktoren, die von vornherein schon sehr qualitativ hochwertig sind in Krems, noch besser herausarbeiten, noch mehr optimieren, aber wir sind da am besten Weg und das ist durchaus auch ein Ziel hier, das noch stärker zu verknüpfen. Herr Bürgermeister, der Trend geht weg vom Auto Richtung Bahn, Richtung Bus. Ein bewusstes Reisen steht im Fokus. Wird von Seiten der Stadtregierung in diese Richtung vorgesorgt? Ja, da wird viel gemacht und seit Jahren nämlich Schritt für Schritt. Das letzte große Projekt ist das Stadtbusprojekt mit sehr attraktiven Betriebszeiten und das wirklich flächendeckend funktioniert. Das ist auch, was die Fahrräder betrifft, die nehmen natürlich auch immer zu. Hier wird das Leihrad, diese Projekte mit Nextbike sehr, sehr stark ausgebaut. Sind interessiert, dass die Bahnverbindungen besser werden. Mit Wien funktioniert es relativ gut.
das große Problem oder der Schwachpunkt ist noch die bequemere, die attraktivere, die schnellere Bahnverbindung im Zentralraum zwischen St. Pölten und Krems. Wir arbeiten daran, hoffen, dass wirklich einmal in naher Zeit, in naher Zukunft hier einiges Bedeutendes weitergeht. Und punkto Radnetz, gibt es da auch Ausbaustufen oder ist da was im Planung? Auch hier geht ganz systematisch vor, das wird noch 2-3 Jahre dauern, aber dann haben wir wirklich durchgängige Nord-Süd-Verbindungen, Ost-West-Verbindungen und vielleicht sogar in naher Zukunft eine zusätzliche Donauquerung entlang mit der Eisenbahnbrücke. Wunderbar. Lieber Horst Berger, Sie haben in Krems für 2022 Promotion-Videos angekündigt. Wie weit sind Sie da fortgeschritten? Ja, also so ein Werbevideo, ein touristisches, ist ein Ganzjahresprojekt. Ja, wir wollen ja Krems als Ganzjahres-Tourismus-Destination positionieren. Dadurch wollen wir auch den Winter stärken, Frühling, alle Jahreszeiten abbilden. Das heißt, wir filmen schon, eine Kremser Film unterstützt uns da und es wird ein schönes, starkes Video, wo wir einfach auch diese touristische Stärke, die schönen Images von Krems noch stärker dann hinausspielen wollen und dann können. Auf die Videos freue ich mich schon sehr, lieber Herr Bürgermeister. Gibt es noch Schwerpunkte im Bereich Tourismus, die bis dato zu wenig berücksichtigt worden sind? Ich will es nicht in dieser Wortwahl so stehen lassen, sondern natürlich, es gibt Bereiche, wo immer noch Luft nach oben ist. So. Und da denke ich an die Mais-Situation und Meetings von den Meetings, von den Incentives, von den Kongressen und von den Tagungen. Da können wir uns noch verbessern und sind auch daran. Mhm. Lieber Horst Berger, man sieht auch im Trend die Veränderung im Tourismus. Gibt es mehr regionalen Tourismus? Wie hat sich das verändert seit der Pandemie? Ja, also der Trend geht ganz stark in den regionalen Tourismus. Also letztes Jahr war überhaupt aber auch der Österreich-Tourismus extrem stark. Wir haben jetzt intern für uns den Schwerpunkt momentan auf Ostösterreich gesetzt, also zwischen Salzburg, Linz, Wien. Da ist unser Schwerpunkt. Das macht sich auch bemerkbar. Wir haben den Wiener Markt sehr stark touristisch aufgearbeitet und haben mittlerweile hier eine Steigerung von 20% im Vergleich zu 2019 und auch zum Vorjahr. Also man merkt, die Leute kommen gerne nach Krems, auch aus der näheren Umgebung. Es ist einfach eine wirklich wunderschöne Destination. Herr Bürgermeister, was wünschen Sie sich für Krems im Bereich Tourismus in den nächsten 5 Jahren? Naja, vor allen Dingen eine gesunde Weiterentwicklung des Qualitätstourismus, auch mit verlängerter Aufenthaltsdauer. Und dazu gehört auch ein höherer Anteil an Qualitätsbettenkapazität, wie vorher schon angesprochen, auch im Hinblick auf das Mais-Segment. Das ist der eine. Der zweite Teil ist, ich wünsche mir vor allem viele, viele Gäste und Besucherinnen und Besucher, die von der Schönheit, von der Attraktivität unserer Stadt und der Region so überzeugt sind, dass sie erstens selber wiederkommen und dass sie möglichst viele andere überzeugen, auch Krems zu besuchen. Vielen Dank an meine Gesprächspartner. Danke. Kommen Sie nach Krems.